damit euch die Gemeinde bis in die letzte Bank hört. Martin, Martin, warte! Alter zwischen 25 und 30, Identität unbekannt. In seinen Taschen haben wir nur das hier gefunden. Rosenkranz? Ein Rosenkranz. Todeszeitpunkt gestern zwischen 16 und 20 Uhr. Todesursache vermutlich Schädelbruch. Sieht nach einem Unfall aus. Der ist da oben mit seinem Fahrrad vom Weg abgekommen, runtergefallen und hat sich den Hals gebrochen. Wieso hast du uns gerufen? Sag jetzt bitte nicht, da stimmt was nicht. Philipp, darf ich dich an unseren letzten Fall erinnern, als du gesagt hast, da stimmt was nicht und wir ermittelt haben und ermittelt. Ja, und am Ende war es doch nur der Suizid, den du von Anfang an vermutet hattest, ich weiß. Aber schau mal, es ist doch besser einmal zu oft nachgebohrt, als einmal zu wenig, oder? Also, erzähl. Der ist ja am Bauch zu liegen gekommen, ne? Für diese Schädelverletzung müsste er aber zumindest einmal irgendwo ganz fest mit dem Hinterkopf aufgeschlagen sein. Da ist aber nirgendwo Blut. Weißt du, was ich meine? Soll ich dir nochmal erklären? Bitte nicht. Darin? Kommst du mal? Und, was gibt's? Das stimmt was nicht. Na, jetzt nicht du auch noch. Erzähl. Also wenn der wirklich zu spät gebremst hätte und über den Abhang hinausgeschossen wäre, dann hätte er mit dem Fahrrad hier aufschlagen müssen. Und dafür ist es nicht beschädigt genug. Hübsch. Ganz die Mama. Oder der Papa. Habt ihr denn schon einen Namen, du und der Papa? Vergiss es, Frank. Ach komm schon, wer ist es? Wenn du wohnst bei mir, die Leute reden schon. Mir kannst du es doch sagen. Kann ich. Will ich aber nicht. Ist er alt? Ist er hässlich? Ist er alt und hässlich? Der Heilige Geist? Gibt schon was zur Identität des Toten? Fingerabdrücke und DNA sind nicht registriert. Und er wurde nicht als vermisst gemeldet. Meine Idee mit den Devotionalienläden war goldrichtig. Der Rosenkranz ist eine Sonderanfertigung, ein Willkommensgeschenk für die neuen Seminaristen des Priesterseminars St. Pirmin zu Köln. Das ist doch was für dich, da kannst du dich mit jemandem über die unbefleckte Empfängnis unterhalten. Ich habe da eine bessere Idee. Oh. Tolle Idee. Frank Hansen im Priesterseminar. Was hast du denn gegen den lieben Gott? Nichts. Lieben Gott finde ich klasse. Nur mit dem Bodenpersonal komme ich nicht so klar. Du kennst doch den Regens noch gar nicht. Das ist Martin Metz. Einer meiner Seminaristen. Ja. Man hört sich doch nicht einfach. Vermutlich ein Unfall. Warum glauben Sie, dass er sich was angetan hat? Hat er Probleme gehabt? Ein paar Tagen hat sich alles geklärt. Was hat sich geklärt? Ja, Martin hat sich endgültig für die Weihe zum Diakon entschieden. Davor war er unschlüssig? Enthaltsamkeit und Gehorsam sind nicht jedermanns Sache. Warum war er unschlüssig? Eine Frau. Eine Frau? Gab's Ärger wegen des Zölibats und so. Das läuft erstmal anders. Zunächst einmal müssen die Seminaristen ein ganz reguläres Theologiestudium absolvieren. Richtig. Darauf folgen zwei weitere Ausbildungsjahre, Diakons- bzw. abschließende Priesterweihe. Und erst mit der Weihe zum Diakon verpflichtet sich der Seminarist zum Zölibat. Das hört sich an, als hätte sich mein Kollege mal wirklich damit beschäftigt. Ich dachte, er wollte schon immer Polizist werden. Als Martin Beth sich für die Weihe zum Diakon entschlossen hat, hat er sich von dieser Frau getrennt? Ja. Wissen Sie, wie diese Frau heißt?
Claudia Chris. Arbeitet in der Schreinerei ihres Vaters. Was war das denn für ein Idiot? Einer, der auf seine Vorfahrt bestanden hat? Bitte nicht, aber noch üppig platt. Dass die Polizei gesehen hätte. Hallo. Wer bist du denn? Tina. Wohnst du hier? Ja, und meinem Vater gehört die Werkstatt. Dann kannst du doch sicher sagen, wo deine große Schwester Claudia ist. Claudia Kress? Ja? Kriminalpolizei. Waren Sie und Martin Beetz zusammen? Was? Wann haben Sie Martin das letzte Mal gesehen? Frau Kress? Wissen Sie, was er im Dünnwalder Forst wollte? Was hatte denn Herr Beetz für ein Verhältnis zu den anderen Seminaristen und Angestellten? Er war bei allen sehr beliebt. Gibt es Verwandte? Martin ist in einem unserer Waisenheime aufgewachsen. Freunde? Ich habe ihn öfters zusammen mit Silvio Häusler gesehen. Einem seiner Kommilitoren. Er ist allerdings im Moment nicht im Hause. Hat er Freigang? Ein studienbegleitendes Praktikum in der Jugendseelsorge. Ich werde ihn zu Ihnen schicken, sobald er zurück ist. Wenn Sie mich dann entschuldigen. Vielen Dank. Danke. Freigang. Der Obduktionsbericht Martin Beetz. Und? Die Befunde sind eindeutig. Es ist so, wie ich vermutet habe. Frau Reuter, ich muss Sie unbedingt sprechen. Entschuldigen Sie bitte, Dr. Kraft. Okay. Ich habe einen Anruf von höchster Stelle erhalten. Vom erzbischöflichen Ordinariat. Es geht um diesen toten Seminaristen. Martin Beetz. Ja. Sagen Sie, spricht was dagegen, die Sache wegen mangelnder Hinweise auf ein Verbrechen alsbald zu den Akten zu legen? Allerdings. Ja? Und was bitte? Bei einem Aufprall, der so heftig war, dass er die bestehenden Frakturen hervorgerufen hat, müssen zwangsläufig irgendwelche anderen sturzbedingten Verletzungen aufgetreten sein. Rippenbrüche, großflächige Prellungen, irgendetwas. Und die gibt es nicht? Ja doch. Aber alle postmortem. Also muss ihn jemand den Abhang runtergeworfen haben, als er bereits tot war? Gibt es keine andere Möglichkeit? Eine andere Möglichkeit? Wenn wir die Einflussnahme außerirdischer Intelligenz oder göttlicher Gewalt ausschließen, dann nein. Danke, Philipp. Gerne. Wiedersehen. Ja, bis bald. So ist, dann bitte ich Sie um eine möglichst rasche und geräuschlose Abwicklung des Falles. Viel Erfolg. Die Anwohnerbefragung am Dünnwalder Forst hat nichts ergeben. Der Bericht der Spurensicherung. Wie es aussieht, sind Fundort und Tatort nicht identisch. Und nach dem Regen letzte Nacht gibt es auch keinerlei Spuren. Weder vom Täter noch von der Art, wie er die Leiche zum Fundort geschafft hat. Gehen wir morgen zu Mama auf den Friedhof? Machen wir. Tina, du musst sofort ins Bett, Süße. Aber es ist noch hell, Papa. Wer? Und spät. Los, ab. Keine Widerrede. Nicht maulen. Ich komme dann gute Nacht sagen, ja?
Ciao, Mama. Hallo. Mein Vater hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Haben Sie einen Moment Zeit? Na los, beeil dich. Tschüss. Viel Glück in Mathe. Ich muss Sie nur mal fragen, wann Sie Martin zum letzten Mal gesehen haben. Vor einer Woche, als er mir gesagt hat, dass er sich zum Diakon weihen lässt. Und seitdem hatten Sie keinen Kontakt? Er war der Meinung, dass es keinen Sinn macht, das Unvermeidliche noch weiter hinauszuschieben. Es war aus zwischen uns. Wie lange waren Sie zusammen? 6 Monate. Und wo waren Sie vorgestern zwischen 17 und 19 Uhr? Im Büro mit meinem Vater. Wir haben die Abrechnungen gemacht. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wer Ihren Freund getötet haben könnte oder warum? Kennen Sie jemanden, den wir dazu befragen können? Nur Silvio Häusler. Das war sein bester Freund. Danke. Mein Name ist Winter. Silvio Häusler. Das ist mein Kollege Hansen. Tag. Hallo. Sie waren mit Martin Beetz befreundet? Ja. Was war es denn für ein Mensch? Alles Oberflächliche war ihm fremd. Er war von einer ganz besonderen Tiefe. Warum war er unentschieden mit dem Priesteramt? Er stand zwischen Claudia und seiner Berufung. Das war schlimm für ihn. Aber letztlich hat er sich dann entschieden. Für den Weg als Seelsorger. Hatte er noch zu anderen Leuten Kontakt, außer den Seminaristen, außer Claudia? Doch, obwohl, ja. Pfarrer Kunze aus seiner Heimatgemeinde. Die beiden hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Hatte er mit irgendjemandem Ärger? Ärger? Wieso Ärger? Er ist wohl ermordet worden, so wie es aussieht. Oh Gott. Na, der kann jetzt auch nicht mehr helfen. Hatte er Feinde? Sie gar nicht lange bei der Arbeit stören. Wir haben gehört, Sie hatten Streit mit Martin Beetz. Wer sagt das? Hatten Sie? Das war ein rein theologischer Disput. Wie darf man das als Laie verstehen? Ich bin Traditionalist. Martin war eher liberal. Ja, das ist wie bei uns. Er hat zum Beispiel offen über die Abschaffung des Zölibats nachgedacht. Oha. Als Priesterseminarist. Ah, das kenne ich. Da wird man verbrannt. Wegen Ketzerei. Frank. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können wir dann draußen? Ja, eine Frage noch. Wo waren Sie vorgestern zwischen 17 und 19 Uhr? In der Seminarbibliothek. Gibt es dafür Zeugen? Nein. Daniel. Entschuldigen Sie, mein Kollege. Ja. Also, was gibt's denn? Du, ich hab was für euch. Im Seminar scheint es allgemein bekannt gewesen zu sein, dass Beetz ein eifriger Tagebuchschreiber war. Interessant. Okay. Oh, Herr Häusler. Danke, Vanessa. Danke. Herr Häusler, ich hätte eine Frage. Martin Beetz hat Tagebuch geführt. Wissen Sie was davon? Tagebuch? Ja. Davon weiß ich nichts. Ja, schade. War's das? Ich muss zum Unterricht. Ach so, ja, klar, natürlich. Viel Spaß. Wenn es dieses Tagebuch wirklich gibt, muss es ziemlich gut versteckt sein. Frag mich nur, warum der Häusler nichts von dem Tagebuch weiß. Der war doch Martins bester Freund. Oh.
Heuchler, ist ja eine Überraschung. Was suchen Sie denn im Schrank? Das Tagebuch. Dann sind wir ja schon drei. Setzen. Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Oder wie das heißt. Ein sehr aufschlussreiches Tagebuch. Nehme an, Sie haben das hier gesucht. Ein Liebesbrief von Ihnen geschrieben, adressiert an Martin Bitz. Sie waren verliebt in Martin Bitz. Lief da was, ja? Nein. Wer hat da reagiert? Wir haben uns arrangiert. Aber wir sind trotzdem Freunde geblieben. Waren Sie eifersüchtig? Nein. Es hat halt nicht sollen sein. Wo waren Sie vorgestern Abend? Zwischen 17 und 19 Uhr. Auf meinem Zimmer. Allein. Und wann haben Sie Martin Beetz das letzte Mal gesehen? Eine halbe Stunde vorher. Er kam aus seinem Zimmer gerannt. Ich bin ihm zur Kapelle nachgelaufen. Was war mit ihm? Er wollte nicht darüber reden. Ging es um den Streit mit Claudias Vater? Ich weiß es nicht. Hier steht, dass es dabei ziemlich zur Sache gegangen ist. Alfons Kress wollte, dass er die Finger von Claudia lässt. Wieso? Kress hat an dem Tag erst erfahren, dass Martin und Claudia zusammen sind. Er ist damit gleich zum Regens gerannt. Wann? Ein paar Nachbarn haben sie zusammen gesehen. Sind sie deshalb so ausgerastet? Weil sie es nur von den Nachbarn erfahren haben? Wieso? Martin hat in seinem Tagebuch geschrieben, sie hätten ihn regelrecht bedroht. Droht? Blödsinn. Ich habe ihm klargemacht, dass er die Claudia in Ruhe lassen soll. Ist sie nicht alt genug, das selbst zu entscheiden? Sie sind nicht katholisch, oder? Wieso? Das dumme Ding verliebt sich in einen Mann, der kurz davor steht, Priester zu werden. Ehelosigkeit? Zölibat? Das wäre niemals gut gegangen mit den beiden. Haben Sie deshalb am selben Tag noch Dr. Lindahl aufgesucht? Ja, und er hat mir recht gegeben. Kann noch jemand außer Claudia ihr Alibi bezeugen? Nein. Das ist Martina. Sie war beim Fußballtraining zu der Zeit. Stadtmeisterschaft. D-Jugend letztes Jahr. Ich hatte keinen Grund mehr, auf Martin sauer zu sein. Er hat sich von Claudia getrennt und damit war die Sache erledigt. Ja, Herr. Kress. Andererseits konnte ich seine Aufregung durchaus nachvollziehen. Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ich empfinde die ganze Sache als sehr unangenehm. Wie haben Sie darauf reagiert? Nun, ich habe mit Martin ein sehr ernstes Gespräch geführt. Was heißt denn ein sehr ernstes Gespräch? Ich habe ihn ermahnt, dass die Sache eine Erklärung bedarf. Aber diese Ermahnung hat gefruchtet und hat Claudia fahren gelassen? Nun, letztlich wollte er Claudia damit helfen, weil Kress hatte angedroht, er werde seine Tochter zum Teufel jagen. Bitte. Ja, der arme Martin. Einfach schrecklich. Man hat uns gesagt, dass sie ein sehr enges Verhältnis hatten. Ja. Ich kannte ihn, seit er mit 5 Jahren in unser Heim gekommen war. Ich hatte ihn sofort ins Herz geschlossen. Ein ganz außergewöhnlicher und begabter Junge. Hat er mal was von Problemen erwähnt? Oder Feinden? Nein. Martin war ausgesprochen beliebt. Und hat er ihn von seiner Freundin erzählt? Die beiden hatten keine Geheimnisse von mir. Ach, Sie kennen Claudia Kress? Natürlich. Die beiden haben sich in meiner Jugendgruppe kennengelernt. Bitte. Danke. Ach, die beiden kannten sich schon so lange? Eine alte Jugendliebe sozusagen. Schon mit 13 oder 14 waren die mal zusammen, nur ein paar Wochen, wie das so ist in dem Alter. Aber warten Sie in dem Zusammenhang. Da gab es doch jemanden, mit dem Martin Probleme hatte.
Das ist aber schon lange her. Ja, alles kann für uns wichtig sein. Herr Dietmar Reichenbach, ein Mitschüler von ihm. Und was war mit dem? Soweit ich mich entsinne, hatten sich die beiden nie gut verstanden. Aber dann ist es wegen Claudia zum endgültigen Bruch gekommen. Reichenbach war eifersüchtig auf Martin. Ja, und Martin haben sie nicht gemocht, weiß Gott, aber Dietmar ist kein Mörder. Und Häusler? Silvia Häusler? Sie wissen, dass er schwul ist. Also Martin hat das auf jeden Fall gewusst. Es ist egal, ob sie als hetero oder homosexuell im Zölibat leben. Die Toleranz steht ihnen gut. Hat aber nicht zufällig was mit ihrem akuten Personalmangel zu tun. Sagen Sie mal, wie ist denn das eigentlich, wenn man vom Berufswegen vom Misstrauen zerfressen wird? Ich bin leider im richtigen Leben unterwegs. Ja, leider. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertrieben hast? Nee, du? Du bist voreingenommen, hast ein völlig falsches Bild vom Priesteramt. Das ist nicht irgendein Beruf. So wie Polizist, meinst du, ja? Julia. Seid ihr noch im Seminar? Ja. Gut, dann könnt ihr gleich wieder rein. Dietmar Reichenbach hat uns nämlich eine Kleinigkeit verschwiegen. Zwischen ihm und Martin Beetz gab es nicht nur theologische Differenzen. Verrückt! Hast du nur eifersüchtig wegen Claudia? Vielleicht warst du es ja selber, weil er dich nicht wollte. Du Er war's! Er hat Martin umgebracht! Das wird er noch bereuen. Warum hat er gesagt, Sie hätten Martin umgebracht? Wegen Claudia Christ. Ach, ist doch ewig her. Was ist denn passiert? Schöne Martin ist gekommen und... Hat ihn die schöne Claudia ausgespannt? Unsinn. Kommen Sie, Herr Reichenbach. Sie und Martin, da war doch mehr als ein Streit über theologische Feinsinnigkeiten. Als er sich damals das erste Mal von ihr getrennt hat, das... Das war eine ganz miese Nummer. Inwiefern? Claudia hat es nicht verkraftet. Irgendwas muss da passiert sein. Die Eltern mussten sie sogar von der Schule nehmen. Sie kamen mehrere Monate an ein Sanatorium in der Nordsee. Ach, das... Das war nichts Schlimmes. Ein paar Probleme. Ich war 13. Schwieriges Alter. Wir haben gehört, dass Sie schon mal mit Martin zusammen waren. Hat es was damit zu tun? Nein. Das war sowieso nichts Ernstes. Wir waren ja noch Kinder. Ernst wurde es erst an dem zweiten Anlauf, stimmt's? Wir haben uns erst dagegen gewehrt. Martin stand ja kurz vor der Weihe zum Diakon. Aber es ist einfach so passiert. Darf ich erfahren, was Sie hier machen? Es geht um den Sanatoriumsaufenthalt Ihrer Tochter vor 12 Jahren. Das geht Sie überhaupt nichts an. Solange es im Zusammenhang mit Martin Beetz stand, schon. Stand es aber nicht. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie sehen doch, dass es meiner Tochter nicht gut geht. Gut, Herr Kress. Wir melden uns. Danke. Herr Hansen. Herr Schneider. Mir ist zufällig zu Ohren gekommen, dass Sie im Rahmen der laufenden Ermittlungen bisweilen das nötige Feingefühl gegenüber Vertretern der katholischen Kirche vermissen lassen. Zufällig, ja? Hat Herr Linnert sich über mich beschwert? Herr Dr. Linnert ist ein hoch angesehener Theologe. Der hat dergleichen nicht nötig. Ich habe überhaupt nichts gesagt, Jesus, Maria und Josef. Genau das, Herr Hansen. Genau das. Ein bisschen mehr Rücksicht auf die religiösen Empfindungen anderer und alles ist gut. Ich mach meinen Job, Herr Schneider. Ihr habt doch keine Ahnung, worauf diese Leute pikiert reagieren. Bin ich der liebe Gott? Okay, ich sag nichts mehr. Haben wir uns verstanden? Wir verstehen uns super. Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Alles bestens. Weitermachen. Karin, auf deinem Tisch liegt eine Mail von Claudia Kress an Martin Beetz.
Hallo Martin, ich muss mit dir reden, dringend. Komm um 18 Uhr zu unserem Platz, Claudia. Betreff freudige Nachricht, Ausrufezeichen. Absendedatum Martins Todestag. Ich nehme an, unser Platz befindet sich im Dünnwalder Forst. Unsere Feuerstelle. Dort haben wir uns früher mal mit unseren Freunden getroffen. Wieso erfahren wir das erst jetzt? Diese freudige Nachricht, ist das das, was ich denke? Ich habe ihm erzählt, dass ich von ihm schwanger bin. Und sind Sie? Ich wollte ihn einfach nur wieder haben. Er hat sich doch immer Kinder gewünscht. Das war auch der Grund, warum er so lange mit der Diakonsweihe gezögert hat. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Was, wenn es geklappt hätte? Ich hätte irgendwann gesagt, ich hätte es verloren. Wie hat er reagiert? Er wollte zu seiner Vaterschaft stehen und sich um das Finanzielle kümmern. Aber Priester wollte er trotzdem werden. Haben Sie ihn deswegen erschlagen? Aus Angst vor seiner Reaktion? Frau Kress, Sie sind verdächtig des Mordes an Ihrem Freund Martin Beetz. Ich werde Untersuchungshaft beantragen. Haben Sie verstanden? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Danke, Julia. Alles klar. Wir haben den Tatort. 500 Meter vom Fundort. 500 Meter? Wie hat Claudia Kress es geschafft, die Leiche 500 Meter durch den Wald zu schleppen? Da hat dir wohl jemand geholfen. Wer denn? Ihr Vater? Ihr Vater. Der sie vor allem und jeden beschützen will. Und der jetzt auch kein Alibi mehr hat. Vielleicht wusste noch jemand von dem Treffen im Wald. Häusler hat ausgesagt, Beetz wäre aus dem Zimmer gerannt, ziemlich aufgebracht. Vermutlich, nachdem er Claudias Mail gelesen hat. Vielleicht war danach noch jemand an seinem Rechner. Also wir lassen den Rechner auf Fingerabdrücke überprüfen. Wir sollten auch die Anruflisten von Claudia Kress und Alfons Kress überprüfen lassen. Aber wenn sie es war, dann hat sie ihren Vater angerufen, um ihn um Hilfe zu bitten. Ich weiß jetzt, warum Claudia damals an der Nordsee war. Ich habe mit ihrer damaligen besten Freundin gesprochen. Der hat Claudia mal einen Brief aus diesem Sanatorium geschickt. Und über den Absender habe ich dann den ganzen Rest rausgekriegt. Dieser Laden war nichts weiter als eine Klinik, in der minderjährige Mütter ganz in Ruhe ihre Kinder zur Welt bringen konnten. Claudia Kress war schwanger. Na klar, von Martin. Kress ist völlig ausgerastet, nachdem er erfahren hat, dass die beiden wieder zusammen sind. Aber wo ist das Kind?
zur Adoption freigegeben worden? Gibt noch eine andere Möglichkeit. Tina. Geburtsdatum passt haargenau. Und Abtreibung kam für Kress, gut katholisch wie er ist, nicht in Frage. Also macht er aus seiner Enkelin seine Tochter? Jesus, Maria und Josef. Claudias Mutter war damals an der Nordsee mit dabei, deshalb ist es auch nicht aufgefallen, dass Claudia schwanger war und nicht die Mutter. Ja, wir beantragen einen DNA-Abgleich. Da können wir ganz sicher gehen. Vielleicht ist es gar nicht nötig. Vielleicht gibt es noch jemand, der die Wahrheit kennt. Sie wissen genau, dass ich darüber nichts sagen darf. Aber wir finden sowieso raus. Es genügt eine Speichelprobe. Wir würden aber Tina gerne ersparen, dass es auf diese Art und Weise erfährt. Also bitte, helfen Sie uns. Gütiger Gott, Sie wissen es doch ohnehin schon. Tina Kress ist in Wirklichkeit Martin Beths Tochter. Ja. Und hat er es gewusst? Nein. Was sich doch immer eine Familie gewünscht hat. Weil er selber keine hatte. Wie ist denn Claudia damit umgegangen? Diese Lüge, die muss sie doch zerrissen haben. Tja, wie viel Lüge und Heimlichkeit verträgt ein Mensch? Haben Sie Tina etwas davon gesagt? Was ist passiert an diesem Abend? Wenn ich Ihnen alles sage, garantieren Sie mir, dass sie davon nichts erfährt? Das liegt nicht in unserer Hand. Aber ein Geständnis verkürzt die Prozessdauer und damit steigt die Chance, dass nichts nach außen drängt. Ich habe ihm erzählt, ich bin schwanger. Aber er wollte trotzdem nicht zu mir zurückkommen. Ich war völlig verzweifelt. Und dann habe ich ihm alles gesagt. Dass er schon Vater einer Tochter ist. Wie hat er reagiert? Er war wie geschockt. Und dann ist er wütend geworden. Und hat mich beschimpft. Er war vollkommen außer sich. Hat er sie bedroht? Haben sie sich gewehrt? Mit einem Stein? Tina darf nicht erfahren, dass ihr ganzes Leben eine Lüge war. Winter? Ja. Das war's dann wohl. Wahnsinn. Da muss wirklich ein junger Mann sterben, über den man ein Geheimnis aus einer Vaterschaft macht. Ja, super. Vielen Dank. So weit würdest du nie gehen, ja, oder? Bleibt doch die Frage, wer ihr geholfen hat, die Leiche wegzuschaffen. Vielleicht war es jemand ganz anderes. Die Spurensicherung hat fremde Fingerabdrücke am Computer von Martin Beths gefunden. Ich würde vorschlagen, vergleichen die mit den anderen Seminarbewohnern. Et voilà. Das können wir uns vielleicht alles sparen. Alphonse Kress ist tatsächlich innerhalb der Tatzeit angerufen worden. Von Claudia? Von Dietmar Reichenbach. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Naja. Dann schießen Sie mal los. Ja. Also, es war am Abend, als Martin, als das passiert ist. Wir kamen gerade aus dem Liturgieunterricht. Er schien irgendwie verwirrt und hat seine Zimmertür offen stehen lassen. Ich bin ins Zimmer rein und habe die E-Mail von Claudia gefunden. Was die freudige Nachricht zu bedeuten hatte, das konnte ich mir ja denken. Sind Sie Martin dann nachgefahren? Nein, wieso? Sie waren wütend auf ihn, weil Sie Claudia Kress noch lieben. Ja, ich war wütend auf ihn, aber ich bin ihm nicht nachgefahren.
Was dann? Sag es ihnen. Ja, ich habe Claudias Vater angerufen und ihm alles erzählt. Auch, wo die beiden sich treffen wollen. Sie wissen, was das bedeutet? Das ist so, als hätten sie ihn selbst getötet. Ja, aber ich konnte doch nicht wissen, dass sowas passieren würde. Wir haben mit Dietmar Reichenbach gesprochen. Claudia war es nicht. Lassen Sie sie gehen. Warum hat sie ein falsches Geständnis abgelegt? Um sie zu schützen? Nein. Weil sie sich wirklich für schuldig hält. Sie glaubt, alles ist passiert, nur weil sie einmal die Wahrheit ausgesprochen hat. Was ist passiert, nachdem Reichenbach angerufen hatte? Ich bin zu diesem Platz gefahren. Es tut mir leid. Du hast mir nichts gesagt. Oh, ich komme zu spät. Warum denn nichts gesagt? Was ist hier los? Hau ab! Hau ab! Du hast schon genug Scheiße gebaut! Hau ab! Was ist hier los? Was los ist? Claudia hat mir die Wahrheit gesagt. Ich wollte ihn überzeugen, alles so zu lassen, wie es war. Tinas Willen. Was hast du getan? Was hast du getan? Halt dich von meiner Familie fern! Aber er wollte nicht auf mich hören. Bleib hier. Du sollst hier sofort zu Tina fahren und dir alles sagen. Du sollst hier bleiben! Das konnte ich nicht zulassen. Martin! Dann haben Sie beschlossen, alles wie ein Unfall aussehen zu lassen. Sie haben die Leiche und das Fahrrad zum Abgrund geschleppt und runtergeworfen. Vorher haben Sie noch die Fingerabdrücke vom Rad abgewischt. Gehen wir. Wo wollen die mit dir hin, Papa? Sag es ihr. Alles. Was sollst du mir sagen, Claudia? Er kommt sicher bald wieder. Der Papa.
Hat Dietmar aus der Angelegenheit irgendwelche Konsequenzen zu erwarten? Das kommt darauf an, ob der Anruf als Anstiftung zur Straftat gewertet wird oder nicht. Vielen Dank, Kommissar. Wofür? Ich habe in den vergangenen Tagen so einiges gelernt. Unser beide Berufen haben mehr gemeinsam, als uns wohl lieb ist. Ach. Ja, wir kämpfen beide gegen die Schwäche der Menschen und ringen tagtäglich um die Wahrheit. Man hat zwar kein Privatleben, aber letztlich doch das Gefühl, einer guten Sache zu dienen. Gott schütze Sie, Herr Kommissar. Was passiert eigentlich mit dem Geld aus dem Klingelbeutel? Wird es versteuert?